Hi, ich bin Hanno Koffler, ich bin Schauspieler. Ihr kennt mich vielleicht noch von Freier Fall. Dieses Jahr bin ich auf der Berlinale mit einem neuen Kinofilm, und zwar Härte von Rosa von Braunheim, der morgen im Rahmen der Berlinale Premiere hat im Zoopalast und dann am 28. April 2015 in den Kinos laufen wird. Ich spiele in dem Film den Andreas Marquardt, dessen Lebensgeschichte wir erzählen. Andreas Marquardt wurde zwischen seinem 6. und 14. Lebensjahr von seiner Mutter sexuell schwer misshandelt und von seinem Vater missbraucht und hat sich dann zu einem der skrupellosesten und brutalsten Zuhälter in den 70er und 80er Jahren in Berlin entwickelt und wurde gleichzeitig aber auch ungeschlagener Karate-Weltmeister in den Jahren und hat eine unglaublich spannende Lebensgeschichte. Und schließlich hat er sich in 8 Jahren Gefängnis dann um 360 Grad gewandelt, nachdem er sich mit seinem Trauma erstmalig auseinandergesetzt hat. Und inzwischen hat Andy Marquardt ein Fitnessstudio, in dem er junge Kinder in Karate unterrichtet und Charity-Veranstaltungen gibt gegen Missbrauch von Kindern. Und das ist die Geschichte, die wir in einer Art Doku-Fiction auf die Leinwand gebracht haben. Und ich spiele den jungen Andreas Marquardt. Schaut ihn euch an. Hey! Petra! Was brennst du denn so? Ne? Hey, spinnst du? Hey, Petra, was hab ich denn gemacht? Das weißt du ganz genau, du Arsch. Deine Mutter hat mir alles erzählt, alles. Was hat meine Mutter erzählt? Was du da machst mit den Weibern, wenn du mir sagst, du bist beim Karate. Meine Mutter lügt, die erzählt Scheiße, ich hab keine anderen Frauen. Ich war sogar noch traurig wegen dir und hab geheult. Und dass du jetzt sogar deine Mutter anschwärzt. Für mich bist du tot. Petra! Als Petra sich nicht mehr gemeldet hat, bin ich im tiefen Loch gefallen. Ich hab's nicht verstanden. Ja? Und ich habe erst später rausgekriegt, dass meine Mutter da ihre Hände drin hatte. Ja, dass sie praktisch da irgendwas wieder gefummelt hat. Und auch bei Silvia und bei Judith war genau das Gleiche. Die haben sich auch nicht gemeldet. Aber wie viel davon ist denn wirklich Fiktion gewesen und wie viel ist davon Realität, nachgespielte Realität gewesen? Also wie nah war das dran an dem, was vorher wirklich passiert ist? Wie viel war da noch Fiktion? Laufen wir jetzt eigentlich schon? Ich glaube, wir laufen schon. das Ganze ist ja sozusagen das Drehbuch für diesen Film, also für diese Doku-Fiction, wenn man das so nennen will. Ja? Das basiert ja auf dem authentischen Buch, also der Autobiografie von Andreas Marquardt. Ja. Das heißt, die ganzen Spielteile, die sind natürlich extrem authentisch. So wie man es halt, es hat dann trotzdem etwas, was nachgespielt wird, aber es ist sehr nah dran. Und wenn man den Andreas Marquardt fragt, was ich natürlich am tollsten finde, dass der sich damit total identifizieren kann. Wie eng war denn da die Zusammenarbeit mit dem Marquardt? Total eng. Also Andreas ist ist natürlich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, aber der ist mir auch so geblieben. Also ich gehe immer noch zum Training bei ihm. Ah. Wir sind, wenn man das so sagen kann, auch irgendwo befreundet durch die Arbeit. Und Andreas war meine wichtigste Bezugsperson auf jeden Fall. Der hat mir, der war immer ansprechbar. Ich bin ja auch zum sehr intensiven Training gegangen vor dem Film bei ihm. Der ist ja jemand, der sehr schonungslos, sehr ehrlich, sehr ungeschönt über die Dinge redet, die er selber erlebt hat, die er selber gemacht hat, die schrecklichen Dinge. Und das war was ich extrem beeindruckend fand, auch in den Doku-Szenen, dass er so unglaublich offen über das alles gesprochen hat. Dass er da sehr, sehr frei auch irgendwie wirkte, darüber zu reden. War das immer so? Also war das auch bei den persönlichen Gesprächen mit ihm so, dass er da wirklich so offen drüber reden konnte? Oder wie lief das? Nee, also ich meine, das ist ja sozusagen auch das Besondere an seiner Geschichte, dass jemand, der also so, ich möchte nicht sagen tief unten, es ist schon so bewertet, aber so extrem war, auch im Negativen, in dem, was er anderen Leuten angetan hat, also so so zu war, so hart war, so brutal war, dass jemand so eine Läuterung erfahren hat. Und ab dem Punkt war es dann auch sein Weg, sehr schonungslos und sehr offen darüber zu reden. Das war sein Weg, auch, glaube ich, damit umzugehen. Und in der Begegnung mit ihm, also er war auch sofort dafür, dass ich das spiele, das war sehr schön.
war er auch von Anfang an total ehrlich. Hm. Er war von Anfang an dafür, dass du das spielst. Also, wie bist du zu der Rolle gekommen? War das so, dass Rosa dich angesprochen hat? Der Rosa hat mehrere Anläufe unternommen, verschiedene Kollegen auch gefragt. Und letztendlich, wir kannten uns schon so mal von ein paar Begegnungen. Ja? Nee, nicht wirklich, so eben auf so einer Berlinale oder so. Mhm. Er kennt wirklich fast alle meine Arbeiten, das finde ich toll. Also er hat sich mit meiner Arbeit total auseinandergesetzt, finde ich großartig. Seiner Arbeit kann man ja gar nicht gerecht werden mit, was weiß ich, über 70 Filmen. Und ist dann schlussendlich auf mich zugekommen. Und dann haben wir uns bei ihm in der Wohnung getroffen, haben Aufnahmen gemacht, haben geguckt, ob das funktioniert. Und dann war er total angetan und ich war sehr angetan vom Drehbuch. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen, was definitiv eine extrem ungewöhnliche Kombination ist. Und ja. Ja, also total. Und wie war das für dich, dich in die Rolle einzufinden? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass es ein Mann der Extreme war oder Mann der Extreme ist, Andreas Marquardt. Und das spürt man ja auch in dem Film sehr stark. Wenn man ja. diese Szenen anschaut, dass du auch sehr stark in dieser Rolle einfach drin bist. Wie stark war da die Identifikation mit der Figur? Wie stark war da auch immer noch die Distanz, die innere zu dem, was du gespielt hast? Wie war da die Auseinandersetzung mit dem Charakter in den fiktionalen Szenen? Ich finde es immer so schwierig, das dann so in Worte zu fassen oder das dann so zu beschreiben und so, weil es doch einfach auch ein sehr... Es ist ein langer Prozess mit sehr unterschiedlichen Phasen. Letztendlich habe ich mich auf die Rolle ähnlich vorbereitet, wie auf viele andere Rollen auch. Nur es ist halt noch eine extremere Rolle von dem, was sie mitbringt. Und dann war dieser lebendige Andreas Marquardt ja da. Also Andy war ja da. Ich musste dem ja gerecht werden. Das habe ich erstmalig erfahren, dass das auch ein totaler Druck ist. Also zu sagen, okay, ich muss es an mich ranholen. Gleichzeitig will ich aber auch dieser echten, immer noch lebenden Persönlichkeit gerecht werden und da einen Mittelweg zu finden. Und das war eine Annäherung auf ganz verschiedenen Ebenen. Körperlich natürlich auch, also die Figur muss man ja sehr körperlich spielen, das liebe ich ja auch total. Dann aber das ganze Paket der Abgründe, des Missbrauchs, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und letztendlich kann man das ja nur... man spielt es natürlich dann, ja, klar. Also ist ja klar, eine Distanz bleibt, muss auch bleiben, geht auch gar nicht anders. Und aber es war schon eine sehr intensive Arbeit. Sehr konzentriert, sehr intensiv, sehr fokussiert und ja. Und um nochmal auf diese fiktionalen Szenen zurückzukommen, also wie du schon sagst, sie sind fiktional. In gewisser Weise aber auch real, weil eben das nachgespielt wird, was in diesem Buch beschrieben wurde, was er selbst erlebt hat. Und gleichzeitig war es ja aber auch oft so, dass im Hintergrund Fassaden zu sehen waren, wodurch das Ganze immer stark gebrochen wurde, wo man dann immer wieder gesehen hat, ja. Es ist eine Szene. Wie kam das da rein? Woher kam diese Idee? Also das ganze Konzept des Films war ja total ungewöhnlich. Also schon allein die Tatsache, dass jemand, der eher aus dem Dokumentarfilmbereich kommt, wie Rosa von Praunheim, der eigentlich aus einem ganz anderen Genre, fast was B-Movie-artiges, ne? Da kommt er ja her, der selber eigentlich überhaupt keine Erfahrung hat mit professionellen Schauspielern, der trifft sozusagen einen Zuhälter, einen Geläuterten, der einst missbraucht wurde und sexuell von seiner Mutter misshandelt wurde, der eine Autobiografie geschrieben hat. Der kommt wiederum mit dem Therapeuten zusammen und die haben dann mit dem Drehbuchautoren haben diese Geschichte in ein Drehbuch adaptiert. Und da war relativ schnell, ich weiß nicht warum, Rosa hatte relativ schnell die Idee, vermutlich weil er aus dem Dokumentarfilmbereich kommt, dass er da eben die Passagen in der Jetztzeit mit Andreas Marquardt und seiner Frau Marion Erdmann abfilmen möchte, also im Kommentar sozusagen aus Passagen auch wie der Gedanken, die Andreas schon in seiner Autobiografie formuliert hat, die dann ja, in Farbe stattfinden. Und dann hat er danach gesucht, wie man also diese Zeit irgendwie erlebbar machen kann, wie man die auf eine andere Ebene visuell holen kann. Und dann hatte er die Idee, die ein großes Risiko in sich birgt, aber ich total faszinierend fand, dass er alle Innenaufnahmen von damals, dass er sozusagen zwei Bilder nimmt, möglichst Originalbilder, die mit zwei Dias an Leinwände projiziert und davor die Originalrequisiten platziert. Also das wurde alles im RBB-Studio gedreht
und wir dann mit den Originalkostümen in diese Kulisse gehen und die Szenen nachspielen mit einer festen Kameraeinstellung oder zwei oder drei in Schwarz-Weiß. Dadurch ist der Kontrast zwischen Realität, zwischen der Gegenwart und dem, was früher passiert ist, extrem groß und man bekommt so einen Sog in so eine fast mystische Zeit. Das ist sehr gut gelungen im Nachhinein, auch mit der tollen Kamerafrau Elfi Mikesch. Ja, ja, fand ich auch. Also ungewöhnlich. Es ist einfach, also, ja, hätte voll in die Hose gehen. Aber es ist Gott sei Dank echt ungewöhnlich gut geworden. Ja, interessant fand ich es auch immer an den Stellen, wo es sich dann wirklich überschnitten hat, wo dann mal nicht im Studio gedreht wurde, wo dann beispielsweise das Gefängnis zu sehen war, was erst dann, ich glaube, erst in Schwarz-Weiß und dann in Farbe zu sehen war, ja, wo diese Ebenen dann ineinander, ja, übergingen. Oder auch das Haus, da gab es, ja, sogar in der Szene selbst einen Übergang von Farbe zu Schwarz-Weiß. Ja. Das fand ich wirklich interessant, ja, gemacht. Ja. Und da der Film nicht so was Überproduziertes hat, also der hat ja natürlich auch wieder mit relativ wenig Geld wurde der gemacht, hat der so eine, es gibt da immer wieder so Risse, die aber dadurch, was, die haben was Verstörendes, was Unperfektes und dadurch aber bricht so eine Wahrheit raus, die einen total, also mich total packt, weil normalerweise wird der in den meisten Filmen, wird der heutzutage dann immer alles möglichst, das sieht ja alles perfekt aus und so und dadurch entsteht eine viel größere Distanz erstaunlicherweise, mhm, als durch eine Geschichte, die irgendwie in manchmal so ruckelt und Risse hat und nicht perfekt ist. Ja? Hm. Es sind ja dann auch ganz viele Laiendarsteller mit dabei. Hm. Ich hatte auch einfach das Gefühl, dadurch, dass es dann eben nicht diese absolute Perfektion war, war noch eine gewisse Tiefe einfach da, die dann zutage trat. Ja, sehe ich auch so. Und du hast gerade schon gesagt, dass Rosa von Braunheim ja eigentlich aus einem anderen Bereich kommt, eher dokumentarische Sachen macht. Wie war da die Zusammenarbeit? Also so wie es klingt, lief das ja alles super. Also es läuft nie alles super. Okay. Es geht gar nicht. Ich mag Rosa total gern und Rosa ist eine unglaublich spannende, einzigartige Persönlichkeit, die auch viel zum deutschen Film, zur deutschen Kultur beigetragen hat. Und ich fand es eine tolle Begegnung mit diesen Menschen. Und zu jeder Arbeit gehört Reibung, Konflikt, Auseinandersetzung und gerade bei so einem Thema kochen die Emotionen manchmal hoch und, mhm, und ich glaube, wir waren auch immer mal wieder an der Grenze mit den Kräften, auch ob der Intensität dieses Themas, mhm, aber auch aufgrund dieser gewagten Kombination aus einem Dokumentarfilm mit professionellen Schauspielern, dieser Kulisse, dieses Themas und so. Also es gab Höhen und Tiefen. Letztendlich haben wir aber immer komplett, also für diesen Film, alles in die Waagschale geworfen und haben immer an diesen Film geglaubt. Hm. Und war eine intensive, tolle Zusammenarbeit. Und, ja, aus der Perspektive des Zuschauers muss ich auch sagen, hatte ich das Gefühl, dass diese Reibung eine gewisse Kreativität dann wahrscheinlich auch einfach freigesetzt haben. Also es, ja, eben. Also das finde ich auch das Tolle. Ne? Also da kann ich auch nur noch mal irgendwie eine Lanze für brechen. Weil leider Gottes wird das ja oft dann, also ungewöhnliche Konstellationen, Kombinationen werden oft gemieden, weil man Angst hat, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Und das ist ja auch immer ein Risiko. Das kann ja auch total in die Hose gehen. Aber wenn man nichts wagt, dann gewinnst du halt auch nichts. Und Gott sei, ja, Dank. Ne? Also da haben wir jetzt, finde ich, schon sehr was gewonnen. Hm. Und Premiere ist morgen? Premiere ist morgen, Zooperlast, Kino 1, 21.30 Uhr. Ja. Okay, dann wünsche ich euch morgen eine schöne Premiere, cool, und eine schöne Berlinale. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.